Hi. Und damit zum willkommen 19. Türchen. Genau. Das ist mein Deutsch, schweres Deutsch, hier ist der Kalender. Türchen sind nach und nach offen. Und ja, die Türchen Nummer 19 ist jetzt an der Reihe. Hier unten, da. Da, hier. Das ist die 19. Ja, das ist eine Glocke. Glocke ist auf Italienisch, weil die Glocke war doch irgendwie. Irgendwo war eine Glocke letztens irgendwie Thema. Irgendwo. Ja. Ah. Dankeschön, auf jeden Fall und ja. Viel Spaß mit dem Türchen. Hey, was gibt's Ja, Neues? hi Leute, damit willkommen. Das ist mein Adventskalender. Türchen Nummer irgendwas. Wir spielen Lego City, der Film. Als ob wir nicht in Lego City sind, ne? Und Tobi ist auch dabei. Ja, hi und so. Ich kenne das Spiel nicht. Das heißt, ich werde ihn hier nicht so durchlotsen wie in Lego City Undercover. Aber das ist okay. Ich will einfach nur ein bisschen spielen. Aber jetzt meistens kriegt ihr davon eh nicht mit, weil ja nur, keine Ahnung, dieses Level. Wäre das jetzt schon direkt vorbei, dann habt ihr Glück gehabt. Das ist wahrscheinlich Overworld, wo es dann zum nächsten Level geht. Ja, stimmt, das ist eine Map. Zumindest nicht auf Select. Was ist Select? Ja, wir haben gerade schon den Prolog gespielt und jetzt, ja, fahren wir halt so ein bisschen. Kann ich hier einsteigen? Ich hatte richtig Lego City 0. Also ich könnte euch glauben, also wenn mir mal erzählt, das würde mal so ein richtigen großen Open-World-Spiel werden, irgendwann mal, dann glaube ich euch das. Oh, Tobi, ich will Tobi überfahren. Willst du mich überfahren? Ja. Niemals. Da soll ich mal hier weitergehen oder willst du das jetzt hier? Boah. Station. Einfach alles kaputt. Ich würde gerne aufsteigen, aber nicht das Auto wechseln. Gutes Spiel auf jeden Fall. Mit R1 springen? Oder wie machst du das? Ich weiß nicht. Vier, glaube ich. Vier. Boah, die lassen sich ja wie Panzer fahren. What the hell? Eher wie Krankenwagen. Ah. Krankenwagen haben wenigstens noch ein bisschen Tracking. Ja, auf jeden Fall Leute, noch ein weiteres Spiel, was ich halt ja, kostenlos aktuell habe. Hilfe. Hilfe! Oh, was ist das hier? Was ist das hier? Wie steigt man aus? Ike. Emmet. Ich bin Emmet als Hauptcharakter. Was ist das hier? Oh, Dingens Codes, Cheat Codes. Leider nicht. Was ist das hier? Nur Einhorn-Kitty kann Regenbogen-Legosteine nicht zerstören. Was zum Teufel ist ein Einhorn-Kitty? Werden wir bestimmt noch rausfinden. Auch in diesem Video? Ich glaube nicht. So. Bist du bei einer Mission oder so? Schon wieder blauer Himmel. Keine Ahnung, man kennt's. Ich dümpel irgendwie rum und Tobi macht so tolle Dinge. Ich kenne mir ja schon. Kann ich im Eiswagen fahren? Baustelle in Steinstadt. Okay, das heißt Steinstadt, nicht Lego City. Bestimmt so ein Vorort oder wahrscheinlich, keine Ahnung. Blockierte Szene. Pausiert. Nicht.
Ja, das gebe ich jetzt, das will ich jetzt im Video haben. Ey, ihr beiden, gleich ist Feierabend und ihr habt noch nicht mal die Veranda für das Haus gebaut. Holt euch die Montageanleitung aus dem Montageschacht. Everything is awesome. Everything is so cool. Wer hat nicht den Lego-Movie-Film gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne ihn auch nicht, daher keine Ahnung. Ich kenne nur das Spiel. Suche eine Bauanleitung. Ah, da ist glaube ich die Bauanleitung. Ja, das ist die Bauanleitung. Der Montageschacht ist im Eimer. Ich hoffe, du hast einen Schraubenschlüssel dabei. Hab ich. Lasergeschütze sind wie in oh, hallo. Lego Marvel Super Heroes. Kenn ich nicht. Das ist tatsächlich eins der Spiele, wo ich mir denke, okay, das, die haben auch Doppellizenz mit Spider-Man, Superman und Co. Und trotzdem sind sie gut. Im Gegensatz zu Lego Harry Potter. Das ist schön zu wissen. Was leider echt nicht so gut ist. Also, hat sie das eigentlich noch an den. Wo bin ich hier? An den zweiten Teil gewagt? An den. Also, generell Nein. weitergespielt. Also, halt quasi 5 bis 7. Kannst du auch machen? Nee, keine Ahnung. Okay. Was für eine Wahnsinnsveranda. Alle Steine am richtigen Platz. Okay, ihr werdet jetzt auf der anderen Seite der Baustelle gebraucht. Ich bring euch hin. Dankeschön. Voll nett, Mann. Wow. Alles klar. Na, das wurde auch Zeit. Schön, dass ihr uns mit eurer Anwesenheit beglückt. Gerne doch, Leute. Abreißen. Also holt einen Bohrer aus dem Geräteschuppen. Vorrat aus dem Geräteschuppen holen. Machen wir lieber alles kaputt, weil Lego City halt und so können wir halt eh nicht bekommen. Also, wir müssen sorry, Steinstadt hält natürlich. Rosa Haus da ist total verrückt. Das passt da nicht hin. Bohrt die Wände raus, dann fällt es ganz schnell zusammen. Klar? Erstmal die Straßen zerstören. Du hast den Bohrer. Also machen wir das, okay. Ich muss viel drücken. Das ruckelt gerade ein bisschen bei mir. Voll ein Schwindeltraut, machen wir das kaputt? Naja. Weil der Plot das so will. Hat der schon mehr Story als Ratatouille? Also das Spiel. Der ist auch ganz schräg. Irgendwie. Aber hey, direkt in die eine Fähigkeit aus dem Lego City Film, Lego City Spiel. Man kann es töten. Und denk dran, der Garten muss auch dringend weg. Der Garten muss auch weg? Was hier? Hey, hey, gute Arbeit. Also als nächstes müsst ihr diesen Wohnblock abreißen. Aber dafür reichen die Bohrer nicht aus. Ja, am besten ihr sucht erstmal eine Anleitung zum Bau einer Abrissbirne. Bauen? Ich brauche mir zwei Bauanleitungen. Hast du denn für eine Abrissbirne dabei? Ich glaube schon. Irgendwo, zumindest. Ich weiß es warum? Erst, wenn der Montageschacht wieder funktioniert. Kannst du mir vielleicht dabei helfen? Everything is awesome. Gut, setz ihn zurück. Toll. Da hat sich etwas bewegt. Hat jemand was gemacht? Wenn ja, mach das nochmal. Kumi ist eingeschlafen. Nee, er lebt wieder. Ach komm, warum funktionierst du nicht? Blätter einfach zur nächsten Seite um. Ist das zu viel verlangt? Blöder Apparat. Entlädt vielleicht irgendjemand diesen LKW? Ich hab nämlich viel zu tun. Ja, weil die Zerstörungswut hier. Geil, ne? Das ist noch nicht, was ich gerade brauche. Ah, hier. Ja, weiter so. Ganz reinschieben. Nur Einhorn-Kritik kann die Dinger kaputt machen, ne? Ich mag Einhorn-Kritik jetzt schon nicht. Warte, ist das ein roter Stein? Ist mir egal, ich spiele Backtracking.
Ist halt ein Lego-Spiel. Ist halt ein Lego-Spiel. So. Rein damit. Gut so, das klappt. Ja, es funktioniert. Oh, die Anleitung für die Abrissbirne war in meiner Hosentasche. Ich werde wohl vergesslich. Natürlich. In deiner Hosentasche. Let's go. Erstmal auf unsichtbar stellen im Discord, damit ich mich nicht ablenken lasse und so. Ja, das scheint nur die Hälfte zu sein. Die andere liegt wohl noch oben auf dem Gebäude. Bestimmt hat sie irgendwer da oben mitgenommen. Dumm Scheiß, McCain. Warum sind eigentlich nur drei Leben? Wow. Oh, wie lange habe ich denn geschlafen? Oh Mann, ich bin zu spät für meine Kaffeepause. Tschüss! Ich bin ein Weg, das Feuerwehr in die andere Richtung laufen zu lassen. Das habe ich in Ratatouille auch schon mal gemacht. Ich sehe Parallelen, kann ich jetzt lang. Wir müssen die Richtung des Förderbands umkehren. Achso, ah, das ist ein Förderband, okay, das wäre eine Treppe. Hast du eine Idee, wie wir an den Schalter kommen? Warte, ich dachte, man kann da unendlich Steine farmen. Stats. Bam, bam, bam. Aber so ein Spiel wie Lego City Undercover würde mir jetzt auch, oder tut mir jetzt auch echt gut. Als Abwechslung zu Sly, wo ich einfach nur am Verzweifeln bin. Ah, komm mal hier rauf. Oh, keine Ahnung. Was bringt das? Oder? Keine Ahnung. Komm mal hier rauf. Ich bin gerade verwirrt. Nach rechts hier rauf. Auf die Plattform, man kann sich glaube ich hochheben. Sehr gut. Teamwork macht man gemeinsam. Das Spiel hat gerade meine Stats weggefressen, die ich für die Aufgabe haben wollte. Was ist das? Hey, kannst du den Jungs sagen, dass ihre Pause schon seit über 10 Minuten um ist? Und sag ihnen, dass ich nicht gerne aus dem Kantinencontainer ausgesperrt werde. Hallo, eure Pause ist vorbei. Sie ignorieren mich. Dann lass dir was anderes einfallen, um sie da rauszuholen. Anzünden? Ich sehe erst jetzt, was meinst mit den 4 und 3 Herzen. Ich habe irgendwo mein Leben verloren, ich weiß nicht wo. Hier lag nicht zufällig eine Anleitung für eine Abrissbirne rum, oder? Doch, ich hab sie gesehen. Hol diese faulen Clowns da raus. Oh ja. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das nicht schaffen können. Da kannst du springen übrigens. Muss erst Zerstörungsmut raus. Ich kann sie auch nicht umziehen, ich bin eine Frau. Oder du lässt zerfrischen. Und du machst Zerstörungsmut, ich springe. Kann ich denn zerstören? Ich bin nach wie vor. Ich finde das hier jetzt schon so viel übersichtlicher als Lego Harry Potter. Halt echt. Also ich bin auch. Ich glaube, das Spiel ist auch neu, modern, neuer, ne? Ich denke mal, ja. Bö. Repariere die Lautsprecher. Was kann ich hier hoch? Einfach Kreis davor drücken. Merci. Aber das hast du ja schon gesehen. Satz! Das Licht ist spitze! Hurra! Party! Stimmung! Komm, feier mit uns! Voll geil, ich wollte die Stadt schon einlammeln. Im Minispiel. Everything is cool. Da kommen Erinnerungen, geht erst nach Andreas hoch. Hast du da nicht rumgefällt oder? Ja, weil meine Kodierung überlastet war die ganze Zeit. Das habe ich ja dann am Fernseher danach geholt. So hier. Everything is awesome! Meh.
ja nicht so gut, weil... Da kann man auch gut die Stadt bekommen, wenn man das halt unordentlich macht. Ich müsste 20k, ja. Ich hab alle getroffen. Ich hab auch alle getroffen, aber nie toll, auch nie perfekt. Ding ist awesome. Aber hier sieht man immer hier. Du warst so toll wie ich, aber das ist ja super. Eine Hose! Gibt eine Trophäe dafür, alle Hosen zu finden. Aber wie sieht jetzt die Leiste aus? Ich weiß nicht, ob die Station sind für weg, klar. Aber ich kann hier reingehen. Okay, Männer, baut mir eine Abrissbirne. Sehe ich wirklich so männlich aus? Wie bitte? Sehe ich so männlich aus? Nö. Nee. Warum sagt er okay, Männer? Weiß nicht. Hallo, das ist frech. Everything is cool here and now. Ja, genau. Muss er dann irgendwie mit dem Stick auswählen und dann halt drücken. Ah, du machst das. Perfekt, mach das. Ja, ich habe auch nicht mehr gedacht, wie wir das machen, aber man muss halt mit dem Stick in die richtige Richtung lenken und halt gedrückt halten, dann kann man mit X halt. Guck mal, je nachdem, wie länger man braucht, desto mehr Bausteine verliert man auch, okay. Also, desto mehr bezahlt man dann halt auch, je länger man braucht. Nee, man bekommt wahrscheinlich die Stats immer. Ah, das kann natürlich auch sein. Da gibt's sogar mehr Sinn, ich weiß es nicht. Wir bekommen die Stats, okay. Wie du gerade siehst. Also hätten wir hier schon alles haben können, wir haben einfach nur verkackt. Aber vielleicht haben wir noch genug Gelegenheit, noch ein bisschen was zu sammeln. Ich mag's nicht, weißen. Wie lange die brauchen, um den Bohrer auszupacken. Holt gut aus und macht diesem grässlichen Anblick ein Ende. Ich verstehe nicht. Ah, okay, da wird es mir noch erklärt jetzt. Oh, sammeln! Schnell, sammeln doch einen! Vor allem den großen. Das ist ein Lilaner! Und die blauen auch. Ah! Einfach. Sehr schön. Everything is cool here and now. Sehr gut und genau rechtzeitig. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, für das Adventskalender-Türchen. Wer ist das denn, denke ich mal? Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum morgigen Türchen. Und ich Dankeschön, Tobi. Ciao. Ciao. Wer will leckere Chicken?